Für alle wesentlichen Fahrzeugeigenschaften bestand von Anfang an die grundsätzliche Forderung, dass sich die neue Baureihe in jeder Beziehung dem Vorgängermodell als überlegen erweisen sollte. Die Fülle von Verbesserungen, Fortschritten und Neuerungen während der einzelnen Entwicklungs- und Erprobungsphasen umfassend und vollständig zu dokumentieren, ist praktisch unmöglich. Daher kann nur Wesentliches angedeutet, Vorteilhaftes gestreift werden, um an Beispielen Aufwand und Perfektion, aber auch Ideenreichtum und Improvisation zu zeigen, die sich hinter der Entwicklung und Erprobung eines neuen Produkts verbergen. An dieses Produkt werden bereits im Versuchsstadium höchste Ansprüche gestellt. Es steht jedoch über einen beträchtlichen Entwicklungszeitraum nur in Form von Prototypen oder Aggregateträgern zur Verfügung. Das Fahrwerk mit Dämpferbein Vorderachse und Raumlenker Hinterachse entspricht modernsten Konstruktionsprinzipien, die sich bereits in der Mercedes-Kompaktklasse bewährt haben. Für die Hinterachse wurde das Raumlenkerprinzip auf die Verhältnisse dieser neuen Fahrzeugklasse übertragen. Es verbindet den Vorteil gleichbleibend guter Radführung bei hohem Fahrkomfort mit kompakter, leichter Bauweise. Wesentlich verbessert sind dadurch die Fahrstabilität in Kurven, das Lastwechselverhalten und der gerade Auslauf. Einen weiteren Beitrag zur Erhöhung der Lenkpräzision und Fahrstabilität bringt das neue Reifenkonzept. 65% Niederquerschnittsreifen auf 15 Zoll Felgen. Gleichzeitig Verbesserung der Belüftung der Bremsen. Insgesamt hohe Sicherheitsreserven in allen Geschwindigkeitsbereichen. Zur Abstimmung des Fahrverhaltens sind außer zahlreichen Messungen nach wie vor auch subjektive Fahrerprobungen und Untersuchungen im Grenzbereich erforderlich, sowie spezielle Prüfungen im Anhängerbetrieb. Das gesamte Bremssystem wurde neu konzipiert. Verbessert wurde unter anderem das Ansprechverhalten. Aus Gründen des Umweltschutzes sind die Bremsbeläge asbestfrei. Auf Wunsch ist das elektronisch geregelte Antiblockiersystem ABS erhältlich, das selbst bei einer Vollbremsung in der Kurve oder auf einseitig glatter Fahrbahn die Lenkfähigkeit des Fahrzeugs aufrechterhält. Verschiedene Komfortuntersuchungen runden den Gesamteindruck des Fahrwerks ab. Sie beweisen, dass hervorragende Fahreigenschaften und hoher Fahrkomfort keine widersprüchlichen Forderungen sein müssen. Neu sind die hydraulisch gedämpften Motorlager. Sie sind völlig wartungsfrei. Die Geräuschemission des Fahrzeugs im Fahrbetrieb ist nicht nur ein Problem des Komforts, der bei Messungen im Innenraum überprüft wird. Geräusch ist auch eine wesentliche Frage der Umweltbelastung. Durch Vollkapselung des Triebwerks konnte das Geräuschniveau der Dieselmodelle deutlich gesenkt werden. Herausragendes Umweltproblem der 80er Jahre ist jedoch die Frage nach der akzeptablen Qualität unserer Umgebungsluft. Fest steht, trotz im Detail divergierenden Meinungen, dass nichts unversucht bleiben sollte, hier laufend weitere Verbesserungen zu erzielen. Bereits ohne zusätzliche Abgasreinigungsanlage unterschreiten die neuen Motoren die Schadstoffemission der Vorgänger deutlich.
Darüber hinaus sind Modelle mit katalytischer Abgasreinigungsanlage für unverbleites Benzin entwickelt worden. Mit dem neuen einarmigen Panoramascheibenwischer konnte das Wischfeld symmetrisch gestaltet und auf 86% vergrößert werden. Ein Wert, der bisher von keinem anderen Personenwagen erreicht wurde. Ein zusätzlicher Kurbeltrieb im Scheibenwischer überlagert der Drehung eine Hubbewegung. Dadurch werden die oberen Ecken der Windschutzscheibe besser freigewischt. Die Belüftung des Fahrgastraumes ist so ausgelegt, dass ein hoher, jedoch zugfreier Luftaustausch sichergestellt ist. Die vielfältigen Bemühungen um einen möglichst geringen Luftwiderstand werden am fertigen Fahrzeug durch Messungen bestätigt. Die verschiedenen Fahrzeugtypen erreichen CW-Werte von 0,29 bzw. 0,3. In Verbindung mit der geringeren Stirnfläche Reduzierung des Luftwiderstands gegenüber dem Vorgänger um 30%. Bei gleichzeitiger Reduzierung des Fahrzeuggewichts um knapp 10% und durch den Einsatz der deutlich sparsameren Motoren werden Verbräuche erzielt, die wesentlich unter den Werten der vergleichbaren Vorgängermodelle liegen. Und das alles bei höherer Leistung, besserer Beschleunigung und einer Fahrzeugausstattung, die serienmäßig in vielen Details mit zahlreichen Neuerungen aufwartet. Verbesserter Raumkomfort durch vergrößerte Innenmaße im Fond. Nach ergonomischen Gesichtspunkten funktionell gestaltete Armaturentafel mit abschließbarem Handschuhkastenschloss. Auf Wunsch Luftsack im Lenkrad. Stufenlos elektrisch verstellbares Lenkrad als Sonderausstattung. Sitzhöhenverstellung mit zusätzlicher Neigungsverstellung. Lehnenneigungsverstellung über Handrad kombiniert mit Kopfstützeneinstellung. In der Höhe verstellbare Schultergurtverankerung, gleichzeitig Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer. Bedienungserleichterung bei den Fondgurten. Vom Fahrerplatz aus steuerbare, wegklappende Fondkopfstützen als Sonderwunsch. Ebenso ein elektrisch betätigtes Schiebehebedach mit integriertem Windabweiser. Beheizte Scheibenwaschdüsen. Selbsttätige Verriegelung der abnehmbaren Anhängekupplung. Bidruckzentralverriegelung mit Mehrstellenbedienung, das heißt auch vom Kofferraum und Beifahrertürschloss aus zu betätigen. Und schließlich die niedrige Ladekante des auf 520 Liter vergrößerten Kofferraums mit dem senkrecht aufzustellenden Heckdeckel. Sowie zahlreiche weitere Verbesserungen, die man in ihrer Vielfalt nicht vollständig dokumentieren kann und die in ihrer Summe dazu beitragen, dass man sich in diesem Fahrzeug rundum sicher und wohl fühlt. Das bedeutet mehr Fahrfreude, umfassender Nutzen und hohe Wertbeständigkeit geschaffen. Zugleich Gewicht, Verbrauch und Umweltbelastung reduziert. Kurzum ein völlig neues, für die kommenden Jahre konzipiertes Fahrzeug, das zugleich ein Mercedes-PKW-Programm abrundet, das es in dieser geschlossenen Form noch nie gegeben hat. This channel Old Benz. Thank you for attention. Do not forget to subscribe to our channel.